Hast du? So, warte. Wir haben hier unseren Selax-Propeller-Prototyp mit großem Spinnerblatt. Und jetzt lassen wir den mal runter. Sinkt relativ zügig ab. Die Fische stehen so bei 60 Meter. Und ich lasse jetzt mal so, in der Hoffnung, dass er die auch anzieht, die Fische gar nicht viel tiefer runter. So, jetzt sind wir bei 50. Meter, dann müssten sie sein da unten. Rolle zu und losgekurbelt. Das Feld hat beschleunigt. So, nochmal schnell runter. Vielleicht noch mal eben eine kleine Etage tiefer, so bei 70 rum. Bei 60. Meter und los geht's. Boah, diesen Profil. Anders. Und ab geht's. Und wenn die jetzt so in die Bremse gehen, dann kann man sie auch schlecht stoppen. Die Gefahr groß, dass der Haken ausschlitzt. Muss ich erstmal gehen lassen. Also der ist jetzt von 50 Meter mal eben runter jetzt auf 100. So, jetzt wird es langsamer. 110. Bremse ein bisschen fester. Oh, da geht noch was. Bremse wieder lose. Das scheint ein ganz schneller zu sein. Kann man mal kurz gucken, ob man den stoppen kann. Oh. Geht. Bremse einen Tick fester und dann gefühlvoll hochpumpen. Mal gleichmäßig die Spannung halten. Noch mal eben kurz. Dann haben sie wieder etwas fester. Oh.
So, jetzt sind wir bei 100 wieder. Ein bisschen größerer zu sein. Wir haben sie eben aufgemacht, ein Stück, jetzt wieder zu. Muss man ein bisschen variieren. Vor 3 Stunden hat es hier noch geschneit. Kein Angler da rein. Aber wenn er jetzt nicht mehr ausschlitzt, dann hat er jetzt verspielt. Jetzt bei 50. Jetzt siehst du noch ein paar Meter, 15 Meter ungefähr noch. Dann schauen wir mal, was wir da gefangen haben. Mit dem Seelachs-Propeller. So, da müsste er jetzt kommen. Oh ja, schönes Ding. Dicker Seelachs. Da ist er. Ja, Petri Robert. Geil. Dann wollen wir noch mal gucken hier. Absolut toller Fisch, makellos. Okay, er hat eine Fischassel. Ja, dreh mir mal den Kopf hierher, Robert. Zeig mal, wo der Haken sitzt. Ja, im Maulwinkel. Ja. Alles gut. Propeller, super funktioniert. Einmal ein bisschen in den Bereich gelockt mit den Rotationen. Dann nochmal runtergelassen, wieder hoch und gleich den Anbiss bekommen. Ganz allerbest. So, wir blenden aus. Bastian. Kleinen Stitch, genau. Petri Robert. Danke.